Hallo liebe KiCad-Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Videotutorial für die KiCad Version 8. In diesem Video möchte ich mal zeigen, wie wir einen Durchbruch im Gehäuse machen, wenn wir hier so einen Potentiometer haben nach außen. Ich habe das hier mal hinzugefügt, entsprechend Footprint zugewiesen, alles wie gehabt. Das Ganze dann in die Platine irgendwo eingefügt als Bauelement, was ich noch nicht gemacht habe. Und so solltet ihr auch vorgehen, dass ihr noch nicht routet, bevor die Bauelemente nicht in eurem 3D-Gehäuse entsprechend gesetzt sind und hier wieder zurückgeschrieben. Also ich habe das jetzt einfach mal ungefähr hier hingesetzt, wo das hin soll, dieses Potentiometer, dieser Trimmer. Dann bin ich hier ins FreeCAD gegangen, habe das Board hier schon reingeladen, habe das entsprechend platziert hier mit Align, sodass wir hier schon das drin haben, alles wie das schon in die vorhergehenden Videos gezeigt wurde. So, und jetzt möchte ich natürlich hier dieses Element mal ein bisschen sauber positionieren. Da gehen wir mal hier rein. Ich sag mal, ich habe das jetzt auf 1 mm gelassen. Wir möchten das hier vielleicht noch ein bisschen weiter nach rechts und vor allen Dingen auch etwas weiter hier an den Rand hinein. Dann können wir uns das hier nochmal anschauen, so dass es hier ungefähr schön sauber am Rand sitzt. Wir sehen jetzt auch, hier geht das ein bisschen in die unser Schraubanschluss oder der Drehknopf hier für den Schraubendreher. Der geht hier also etwas in die Wandung hinein. Es ist auch noch kein Durchbruch drin. So lassen wir das jetzt erstmal stehen. Jetzt gehen wir als nächsten Schritt mal hier in diese Ansicht, starten unsere KiCad Step-Up Workbench, so wir denn noch nicht drin sind, und sagen jetzt als erstes einmal, wir haben dieses Bounce jetzt verschoben und dann möchten wir das erst einmal Push 3D Moved to PCB. Wir wollen das natürlich erstmal da rein haben. Das ist jetzt also unsere endgültige Position, auch die endgültige Position von unseren Widerständen haben wir damit also festgelegt. Jetzt können wir nochmal hier reingehen. Wir schließen nochmal den Leiterplatten-Editor und wir öffnen ihn nochmal. Und jetzt sehen wir also hier, et voilà, das ist hier sauber positioniert. Wir lassen mal an dieser Stelle auch gleich den DRC-Check laufen. Das wäre so die Vorgehensweise. Wir sehen nämlich, jetzt haben wir hier ein bisschen Probleme mit dem Edge-Cut und den Silkscreens. Gut, der Silkscreen ist jetzt hier zwar nicht ganz so ein Problem, dass der auf diesem Edge-Cut liegt. Gut, Bestückungsdruck von Platinenkante abgeschnitten. Da könnten wir uns jetzt drüber reiten, unverbundene Elemente ist okay, das ist jetzt noch soweit in Ordnung. Hier, ob dieser Bestückungsdruck jetzt ein Problem darstellt, das überlasse ich jetzt jedem selbst. Das ist jetzt hier eine Warnung, sonst müssten wir das noch wieder weiter zurück positionieren, könnten wir auch tun. Machen wir das doch mal, dann gehen wir hier noch mal raus, setzen wir das nicht ganz so nah ran. Wechseln nochmal ins FreeCAD hier hinein, zoomen da mal noch ein bisschen ran. Dann sagen wir hier nochmal, unser Bounce möge doch nochmal 2 mm zurückgehen. So, jetzt sehen wir auch, dass das hier schön sauber sitzt, also außerhalb des Edge Cuts. So, dann pushen wir das ganze Ding nochmal. Ja, erstmal natürlich auswählen. Dann pushen wir das ganze Ding nochmal darüber. Sagen jetzt nochmal okay, okay. Das kann ich also hier ein bisschen spielen, bis das alles passt. Dann laden wir unseren Footprint nochmal. Da sehen wir es hier. Jetzt können wir hier sagen, DRC starten. Gut, 7 Fehler. In dem Fall sind das noch die unverbundenen Leiterbahnen, aber zumindest haben wir erstmal keine Verstöße mehr. Dann sagen wir hier, okay, damit hätten wir jetzt erstmal die abschließende Position gesetzt. Jetzt wechsle ich wieder hier zurück in FreeCAD und gehe jetzt mal hier auf diese
Ansicht, zoom da mal rein und jetzt braucht man natürlich hier irgendwie noch einen Durchbruch von der ganzen Geschichte. Das heißt, wir wechseln mal auf unseren Körper und sagen, ich möchte jetzt auf dieser Fläche mit der Part Design Workbench, die muss ich dann wechseln, eine Skizze erstellen. Jetzt haben wir hier also unsere Skizze. Leider kann ich hier keine externe, zumindest ist es mir noch nicht gelungen, jetzt das hier als externe Geometrie reinzuholen. Wenn da jemand den Weg weiß, dann schreibt es mal bitte in die Kommentare. Ich mache das jetzt mal anhand dieser Transparenz, die ich eingeschalten habe, hier für das Gehäuse hier. Mache ich mal die Transparenz und gehe hier wieder rein und sage, ich ziehe jetzt hier mal frei Nase, ungefähr mittig einen Kreis, zoome dann mal etwas weiter rein. Den kann ich mir jetzt hier natürlich noch etwas schieben, so, oder vergrößern vielmehr. Na. Gut, dann lassen wir das erstmal so. Jetzt gebe ich hier mit der Taste I wieder ein Maß vor. Mit der Taste L nochmal ein Maß für diesen Punkt, um den Durchbruch zu haben. Und natürlich mit der Taste R nochmal einen Durchmesser. Den legen wir jetzt mal auf 2 mm fest. Und jetzt sehen wir hier, können wir nochmal mit dem Ändern dieses Maßes hier noch ein bisschen rüberweichen. Ich gehe hier auf die 0,3. Ja. Muss man es eben händisch ändern. So, das heißt jetzt hier noch mal ein Zehntel Millimeter nach drüben gesetzt, sodass das hier ordentlich eine saubere Position hat. In der Höhe passt es soweit. Und jetzt kann ich Sachen schließen. Und gehe hier in Aufgaben und sage, ich möchte hier eine Tasche haben. Und zwar die Wandung ist ja 2 mm breit. Machen wir hier mal 2,1 mm. Und dann sehen wir jetzt hier in unserem Gehäuse ein Loch. Und wenn ich jetzt hier nochmal die Platine ausblende, dann sehen wir hier, ist das also ein durchgängiges Loch. Wenn ich die hier wieder mit der Leertaste einblende, habe ich jetzt also hier genau exakt an dieser Stelle den Durchbruch für mein Potentiometer und könnte jetzt hier mit dem Schraubendreher von außen entsprechend trimmen. Soweit erstmal dazu. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Hier nochmal der Hinweis, wenn jemand das rauskriegt, wie man hier diese externe Geometrie sich hier rüberziehen könnte, dass man da saubere oder bessere Ergebnisse erzielt, dann schreibt es bitte in die Kommentare. Danke und bis zum nächsten Mal.